Ich glaube, der Harvey hat mit der Hacke zu Hrgota gespielt. Der hat sich dann sehr gut durchgesetzt und hat dann mit links eine präzise Flanke auf meinen Kopf geschlagen. Und ja, ich habe den dann eiskalt unten links reingeköpft. liegt mir, glaube ich. Nee, am Ende ist egal, ob ich es jetzt mit dem Kopf oder mit dem Fuß mache. Brani hat das sehr gut vorbereitet und dann war es auch nicht mehr so schwer, den Kopf dahin zu halten. Und ja, ich freue mich über das Tor. Doch, ich habe schon das ein oder andere Tor mit dem Kopf gemacht, deswegen kann ich behaupten, dass ich das schon ganz gut kann. Ja. Ja, ich denke, die erste war jetzt auch nicht ganz so schlecht, aber in der zweiten, ja, dann auch durch die Auswechslungen haben uns die nochmal, ja, schon geholfen. Und dann haben wir einfach noch mit mehr Tempo gespielt und haben es dann auch im letzten Drittel besser gemacht als in der ersten Halbzeit. Nach dem Sieg ist die Stimmung immer positiv. Das müssen wir jetzt ja, weiter mitnehmen fürs nächste Spiel, weil das Spiel jetzt gegen Regensburg ist vorbei und jetzt heißt die Stimmung und die Leistung mitnehmen und ja, das wieder mindestens genauso gut machen. Ja, es ist das schönste Gefühl eigentlich, ja, nach dem Tor oder dann auch nach dem Schlusspfiff, wenn man weiß, man hat gewonnen, gibt, glaube ich, kein besseres Gefühl im Fußball.